Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir das Wassersystem hier gebaut und auch mal das Teil hier. Das tut jetzt halt alles an Sohle rauskippen. Nicht wirklich effizient, aber es funktioniert und das ist, denke ich, teilweise doch immer noch das Wichtigste. Gut, die brauchen eh gleich keinen Strom, ne? Die brauchen Strom, die brauchen 40 kW jeweils. Aber wir produzieren ja ordentlich immer noch. Kohle müsste auch da sein, also stehen wir gerade alle relativ safe. Wir haben hier noch die 4 Regenwassersammler und scheinen aktuell gut Wasser zu sammeln. Also ich bin echt erstaunt, wir sammeln gut Wasser. Aber wir müssen uns jetzt eindeutig hier drum kümmern, weil ich habe schon gemerkt, dadurch, dass ich vergessen habe, dass der Schwefel voll ist, ist alles natürlich leer gelaufen. So wie hier hinten das Lager, das langsam an Fülle verloren hat und immer voller wurde. Bedeutet, wir kümmern uns mal darum, dass wir was mit dem Schwefel anfangen. So, ich habe mal geschaut unter Schwefel. Dann haben wir ja hier schon drin stehen, den Schwefel. Schwefel, habe ich eh schon offen. Ich bin schon blöd. Also entweder wir verbrennen das Ganze. Oder, was zum Beispiel ganz interessant ist, wir können mit 24 Schwefel und 6 Kalkstein Schlacke herstellen. Ja, ist unnötig, weil die Schlacke würde ich höchstens wieder auf den Berg kippen am Ende. Aber ich würde den Schwefel verbrauchen, wie blöd. Weil, was wegen der Säure, da brauche ich nur 6 und 18 Wasser. Also brauche ich eine Menge Wasser am Ende wieder, um 24 Säure herzustellen. So, jetzt könnten, schauen wir mal, Säure, zack, da kann ich natürlich jetzt viel machen. Hier zum Beispiel eine Kupfer, unreines Kupfer kann ich hier verbessern. Und, oh, ich sehe gerade, die Zufriedenheit ist so ein bisschen daneben. Nahrung und Wasser. Was ist denn mit dem Wasser los? Was soll denn mit dem Wasser sein? Wasser steht doch bis am Rande an. Was habt ihr denn? Ah, genauso irgendwie das hier. Warte mal, what? Au. Ich hab total vergessen, dass ich hier das System so gebaut habe. Ups. So. Ich muss den Schlamm... Okay, das mit dem hinten, das kann ich alles wegkippen aktuell. Ich kümmere mich jetzt erstmal um den Schlamm. Schlamm? Wo bist du da? Okay. Also wir haben zwei Varianten. Verbrennen mit Luftverschmutzung oder mit Brenngas in Kompost... Kompost verwandeln. So. Ich müsste jetzt hier unten... Ah nee, da tue ich Brenngas draus produzieren. So bedeutet, ich müsste jetzt mal rausfinden, was kann ich da mit dem Brenngas am Ende anfangen. Also entweder ich fackel es ab oder ich nehme Sauerstoff und mache vor Ort ein Diesellager. Und Kohlendioxid. Kohlendioxid. Kann ich große Verbrennung machen oder ich tue es in eine Gasinjektionspumpe rein. Was kommt da raus? Nichts? Das wäre ganz interessant, die Gasinjektionspunkte. Aber dafür brauche ich mehr. Dafür brauche ich fucking mehr. Oh, warte mal, ich habe doch hier einen Anschluss. Das ist ein Weg. Bedeutet, ich produziere einfach hier vor Ort sogar Diesel. So. Du produzierst pro Minute 24 Schlamm. Dann, wo war die Maschine? Wenn, dann müsste ich das hier drüben abliefern. So, warte mal. Hier vorne waren die Leute. Der Mischer. So, der braucht, wenn ich... ich kann okay, Kompost und... Na, ich hab Schlamm, warte mal. War der Schlamm nicht oder war das in einem der Mische hier? Hä, bin ich jetzt blöd? Schlamm. Ach, Biogas. 12. Gut. Du machst 24, also brauche ich 2 Biogasanlagen. Echt, ich bin teilweise schon echt ein bisschen dumm, ne? So, warte mal. Biogasanlagen, wo wart ihr? Biogasanlagen. Hier. Ein Kompost. 5 Brenngas. Und
bedeutet, ich müsste zwei Biogasanlagen eigentlich hier hinsetzen dann. So. Raus kommt Kompost. So. Noch überlegen, was mache ich denn mit dem Kompost am Ende? Das habe ich noch nicht überlegt gehabt. Ich kann den rausbaggern. Das ist eine coole Sache. Aber den kann ich kippen. Kann nur in Bergbaukontrollturmgebieten mit einem Verkippungsfilter oder nach Aktivierung dieses Produkts im globalen Verkippungsfilter verkippt werden. Oder mit Kompost und Wasser in einem Mischer zu organischen Dünger umwandeln. Ich würde sagen, wir verkippen es fürs Erste einfach. Fertig, aus. Gut, dann brauchen wir schnell hier ein U-förmiges Förderband. So. Wir schließen die beiden an. Gut. Wir kriegen Biogas raus. Wir kriegen hier Biogas, Brenngas raus. Aus Brenngas kann ich dann mit Wasser, wo war das jetzt hier unten? In einem Heizkessel. Ah, ne, warte mal. Wohin ist davor gesehen? Ach, hier. Dafür brauche ich Sauerstoff. Brenngas und Sauerstoff macht Diesel. Und Kohlendioxid. Bedeutet, ich brauche eine Cracking-Anlage. Wie kriege ich aus den Anlagen denn überhaupt raus? Das ist highly inefficient aktuell. Aber Gas brauche ich hier vor Ort aktuell noch nicht. Vielleicht brauche ich es irgendwann, aber aktuell bedeutet, die wird nicht dauernd laufen. Warte, ich habe doch hier vorne gleich noch eine Sauerstoffanlage, kann es sein? Liefert 36 Sauerstoff. Wie viel Sauerstoff verbraucht ihr? 18. Ich produziere sogar zu wenig. Okay, das Ding steht eh still. Das dazu bedeutet, ich kann da schon noch das durchführen, denke ich mal. Wie führe ich das am besten? Ich führe es wahrscheinlich am besten hier durch. Und dann spare ich mir eine Anlage einfach, wisst ihr? So der Gedanke dahinter. Ich hoffe mal, dass das so passt. Bedeutet, ich bringe jetzt hier Brenngas und Sau... Das passt schon. Gut, bedeutet... Ich lasse dann per Rohrleitung das Brenngas hier rein. Und hol das, den Sauerstoff. Ja, wie gesagt, wenn es ist, dann muss ich halt eine weitere Anlage anbauen. Habe ich da noch kleine Kabel verwendet? So. Und vorne bringen wir dann einfach direkt in ein Flüssigkeitenlager 2. Dann machen wir ein bisschen Abstand rein. Falls wir was abschöpfen wollen, können wir das hier einfach anbringen. So. Dann gab es doch diesen komischen... Was war denn das jetzt? Kohlendioxid? Ah, die ist noch gesperrt. Okay. Also aktuell muss ich es einfach noch mit dem Schornstein rausblasen. Gut, okay. Aber dann hätte man einen Weg, wie das Ganze verarbeitet werden kann. Zack, errichten, kommt schon, Leute. Zack, 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 hier. Rohstoffe sind ja da. Das sollte ja hier kein Problem sein, denke ich mal. Schlamm und Schlamm aktiviert. Hier ist das Brenngas aktiviert. Sauerstoff ist schon gelagert. Ah, warte mal, den Kompost muss ich noch lagern. Ja,
Fürs Erste tun wir den Schüttgutlager wieder rein, wie gesagt. Import brauche ich keinen. Es wird alles geliefert. Alles anliefern, zack. Tu mal die Kabel noch hier durchziehen. Und dann sollte das hier auch wieder anfangen zu laufen. Schauen wir mal. Das Lager wird auf jeden Fall schön leer und dann sollte der hier jetzt auch anfangen können, das wieder durchzuballern. Und dementsprechend sollte jetzt hier auch... Ja, jetzt ist wieder alles positiv. Das war das ganze Problem eigentlich nur. Dich tun wir hier auf bei der Hälfte entleeren. Perfekt. Ja, da sind wir doch auf einem guten Weg schon. Und jetzt sammelt sich zwischendurch immer mal so ein bisschen Benzin hier. Was willst du eigentlich mehr? Das ist doch genau das, was wir eigentlich brauchen. Wenn wir wenigstens hier... Weißt du, es ist ja nicht viel, aber es ist immerhin etwas. Und sie können hier natürlich zwischendurch tanken und alles drum und dran. Also ich weiß nicht, ich finde das eigentlich eine ganz coole Sache aktuell. Ich finde das eine ganz coole Sache. Und der läuft auch ganz gut. Und so viel kommt er hier an. Also schaut euch mal die Menge an, die hier ankommt. Ist ja nichts. Ist echt nur ein bisschen was hier kommt. Okay, geht auch fast nichts raus. Und rein theoretisch, sonst tust du halt noch zwei von den Biogasanlagen hier anbauen, anstecken. Dann kannst du noch eine zweite von denen anbauen. Dann ist das auch wieder ganz okay. Das Wichtigste ist erstmal, dass hier der ganze Müll auch wieder rauskommt. Das war noch die Überwachung wert. Ja, aber der Tank lohnt sich schon, wenn man schon schaut, dass die LKWs jetzt hier schon den Müll abholen. Ich darf bloß Kupfer wieder nicht vergessen. Weil wie scheint, haben die schon wieder nichts zu tun. Ich habe ein Kupferproblem. Buddelt hier hinten alles ab. Have fun! Nun sollte mir das Kupfer nicht ausgehen, aber ich glaube, wir stehen gerade ein bisschen. Kann es sein? Das Lager ist voll. Cool. So will ich das sehen. Maschinerie läuft. Ah, ich sollte die letzten wieder anschalten, ne? Damit die arbeiten. Wo willst du hin? Oh, da ist wieder einer nicht angeschlossen. Huh. Da war noch einer nicht angeschlossen. Aber das Lager ist eh fast voll. Warum geht das Kohlelager schon wieder leer? Das ist jetzt eine ungute Sache. Wir geben mal ihn hier zwei weg. Jetzt habe ich gerade irgendwie das Gefühl, als ob die Kohle langsam... Ihr sammelt schon noch genug Kohle, oder? Also wie ich sehe, sind wir hier gut auf jeden Fall dran. Passiert das, was passieren soll, und wir können die nächste Stützmauer anrichten. Überschneidet sich mit einem Gebiet, wisst? Ach, ist das jetzt das Gebiet oder was? Oh. Ja, okay, es überschneidet sich aktuell mit einem Baggergebiet. Das kann ich entfernen, weil das ist schon fertig. Wait, stop.
Brauchen wir eine Ecke? Und dann errichten wir die Mauern. Dann kann ich hier langsam die nächste Stufe erreicht werden und der Bagger kann die nächste Höhe auch ausbaggern. So sollte jetzt auch die Kohle hoffentlich wieder in Anstieg sein. Oh, nee. Schau an, mir ist echt die... Wo wollt ihr denn alle hin, hä? Wie, ihr kommt da nicht durch? Ihr kommt da nicht hin? Hier ist doch genug Platz, oder? Dann machen wir hier den Autoimport an. Kann ich die abbrechen? Ja. Dann sage ich einfach ihm hier vorne, halte voll. Und sollte das ja funktionieren, hoffentlich. Dann sollten die hier hinten ihr Problem lösen. Nee. Haben sie noch nicht. Die sind immer noch nicht gut gelaunt. Ups. Anderen Weg daran kriege ich aber auch nicht. Da müsste ich dann hier ein Lager hinbringen. Aber wenn das jetzt so schlimm ist, dann könnten wir jetzt das Problem... Habe ich das... Aber jetzt mal eh ernsthaft, Leute. So, warte mal. Ich glaube, mit einem von euch. Fahrt mal nach hier hinten. Ist nach hier ein Problem? Wo? Wo zur Hölle ist das jetzt ein Problem? Kannst du bis hier hinfahren? Also scheint das Kabel hier, das oder der Anschluss hier, das Problem zu sein. Dann tun wir doch die Rohrleitung neu ziehen. Ist ja absolut kein Problem. Jetzt kommt dahinter. Und jetzt kommst du sicherlich auch nach hier, oder? Gut, dann können wir dich ja wieder hier auf die Hälfte vorlegen. Und dich hier runter. Dann füllt ihr den wieder auf. Passt doch. Problem erledigt. Das war echt nur dieses kleine Kabelstück. Wahnsinn. Die brauchen doch ordentlich Platz eigentlich. Wie es ausschaut. Das hat natürlich jetzt auch LKWs blockiert. Oh, ihr seid fertig. Kann das sein? Ihr habt euch durchgebuddelt, so viel ihr wolltet. So, warte mal. Ich tue euch nochmal hier kurz ein paar Stützmauern hin platzieren. Als Safety Hazard quasi. Sagt dann, bottelt noch bis hier vorne. Wenigstens ein Stück noch weg. Die sollen das jetzt hier schon noch schnell abbaggern und dann sind wir hier mit der Ecke schon fertig. Wie schaut es aktuell mit unseren Schüttgebieten aus? Aber wir haben hier aktuell hier noch was in Auftrag gegeben. And will be amazed over this ejection. Ich will schauen, dass ich hier viel erweitere eigentlich irgendwie gerne. Ich würde hier bis vorne gerne erweitern auf jeden Fall mal. Oder bis hier vorne an die Kante. Das bleibt weiterhin unsere Energieversorgung und alles drum und dran. Da ist eh noch viel zu tun. Aber da haben wir dann auch eh schon sehr viel Platz. Das sollte alles gut werden. Aber Leute, ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Ich glaube, ich kann hier mal die Bagger, die LKWs reduzieren. Wir brauchen hier nur einen aktuell, denke ich mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.
Thank you.